Das heißt, wir können uns nicht nur auf das Erwartete vorbereiten, sondern wir können uns auch auf Dinge vorbereiten, die vielleicht nicht erwartet sind, aber die uns dann doch nicht so ganz unerwartet treffen, weil wir auch in unseren zum Beispiel Worst-Case-Szenarien mit diesen unerwarteten und vielleicht oder wahrscheinlich möglicherweise auch unerfreulichen Entwicklungen gerechnet haben. Das heißt, wir können unsere Organisation auch krisenfest machen, dadurch, dass wir mit den in Zukunft zu erwartenden Krisen im Vorhinein schon rechnen und uns proaktiv auf Krisensituationen vorbereiten. Dieser Ansatz wird in Organisationen auch zum Beispiel im Risikomanagement verwendet, weil wir dort regelmäßig zukünftig zu erwartende oder drohende Risiken abschätzen und bewerten müssen und weil wir eben im Risikomanagement dann auch abschätzen, wie groß sind die Risiken. Wenn sie eintreten, können wir die Kosten dieser Risiken im Unternehmen abfedern. Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es Möglichkeiten, diese Risiken zu versichern und dafür sozusagen eine Risikoprämie regelmäßig zurückzulegen. Um auf Unerwartetes zu reagieren oder reagieren zu können in einer Organisation, ist es auch wichtig, die Flexibilität und Bereitschaft, auf Neues einzugehen, auf Veränderungen einzugehen, in der Organisation zu erhöhen. Und dafür braucht es ein hohes Maß an Vertrauen zwischen Mitarbeitenden und Management in der Organisation, dass im Ernstfall auch die Bereitschaft besteht, strategische Entscheidungen rasch umzusetzen und ohne lange Diskussion, weil man eben dem Management vertraut, dass diese Anforderungen nicht ohne Grund gesetzt werden und dass dadurch im Ernstfall, wenn es wirklich dringend erforderlich ist, auch die Möglichkeit besteht, rasch zu reagieren in der Organisation, ohne hier lange Diskussionen führen zu müssen. Dazu braucht's im Gegensatz dazu eigentlich in der Zeit davor viele Beteiligungsmodelle, wo die Mitarbeitenden nachvollziehen können, dass sie in der Organisation mitgestalten können und zur Mitgestaltung sozusagen immer wieder aufgefordert und eingeladen werden. Und wenn es dann notwendig ist, sehr rasch und ohne die Zeit für Beteiligungsmodelle, Veränderungen durchzusetzen, dann besteht auch das Vertrauen, dass diese Beteiligungsmodelle hier ausnahmsweise nicht greifen und dass man trotzdem die Veränderungsschritte, die rasch erforderlich sind, mitgeht. Eine Möglichkeit, sich auf Krisen und raschen Veränderungsbedarf vorzubereiten, ist auch Krisensituationen durchzuspielen. Also zu schauen, wie kann eine Organisation auf ein mögliches Krisenszenario reagieren, indem man zum Beispiel in einem Sozialverein jetzt nur probehalber und als Übung sagt, so, es fällt ein Subventionsgeber aus, im Budget fällt ein Betrag von, weiß nicht, 200.000 oder 300.000 Euro. Wir erfahren das erst im Laufe des Jahres, beispielsweise im Mai oder Juni, es sind bereits Kosten angefallen. Wie kann die Organisation reagieren? Wie wird ganz rasch auf diese neue Information reagiert? Wie kann man sozusagen, welche Strategien kann man anwenden, um die
ausgefallenen Subventionen, also die ausgefallenen Finanzierungsbestandteile irgendwo anders hereinzubringen, hat die Organisation Mittel, die sie vorübergehend dafür einsetzen kann. Gibt es Möglichkeiten von Banken, diese Finanzierung kurzfristig zu übernehmen? Wie ist es möglich, diese ausgefallenen Finanzbeiträge durch Kosteneinsparungen irgendwie auszugleichen? Und welche Möglichkeiten gibt's? Und wer kann welchen Beitrag dazu leisten? Also solche sozusagen Notfallszenarien in Organisationen durchzuspielen und zu versuchen, gemeinsam zu Lösungen zu kommen, kann auch die Resilienz und die Fähigkeit, in Krisensituationen rasch zu handeln, für Organisationen deutlich stärken. Für den resilienten Umgang mit Krisen ist es auch wichtig, Reservekapazitäten in der Organisation aufzubauen. Das heißt, es sollte die Organisation auch von ihrer finanziellen Potenz her nicht an der Grenze gefahren werden, sondern es sollte noch Potenzial für Eventualitäten vorhanden sein, so dass man im Zweifelsfall hier Rücklagen auflösen kann, zum Beispiel, oder die Leistung kurzfristig erhöhen kann, um in einer Krisensituation Ausfälle oder Schwierigkeiten dadurch ausgleichen zu können. Das heißt, man sollte Organisationen immer so aufstellen, dass es noch ein gewisses Reservepotenzial gibt, das zur Not in Krisenfällen oder in unerwarteten Situationen zur Kompensation herangezogen werden kann. Zusammenfassend kann ich also noch einmal feststellen, dass Resilienz in Organisationen die Fähigkeit bedeutet, die zukünftigen Entwicklungen zu antizipieren und proaktiv Veränderungsschritte in der Organisation einzuleiten, die diese zukünftigen Veränderungen in der Umwelt sozusagen schon vorausschauend kompensieren, so dass es nicht nur um eine laufende Adaption, also um eine laufende Anpassung an bereits existierende Veränderungen in der Umwelt gibt, sondern dass die Anpassung schon vorsorglich und vorausschauend im Hinblick auf zu erwartende zukünftige Entwicklung in den Organisationen stattfindet.